Hallihallo, liebe Leute! Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Bed Wars. Und ich muss euch direkt mal fragen, was ihr denn davon haltet, wenn ich jetzt in den Minecraft-Videos immer das Interface so habe, anstatt so. Im Community-Tab könnt ihr jetzt abstimmen, was ihr besser findet. Vor allem vielleicht interessant für die Leute, die am Handy sind, weil man da dann eventuell ein bisschen weniger sieht. Aber ich muss das machen, denn ich habe vorher, das habt ihr vielleicht gemerkt, nicht sehen können, was ich hier alles kaufe. Das ist dann immer nach links weggerutscht und ja, ich war einfach blind. Erstmal eine Rüstung kaufen und ein gutes Schwert. 7 Gold, das reicht. Dann ein paar Blöcke und eine Spitzhacke. Viele meinten, ich soll mein Bett pyramidenförmig einbauen und das versuche ich dann auch zu bedenken, ne? Dass ich das dann auch zwischendurch mal mache. Aber ich glaube, ich bin eher einer, der sich gar nicht wirklich um sein Bett kümmert, sondern ja, einfach reingeht und hofft, dass niemand zu dem Bett rennt. So, das packe ich weg und dann gehe ich zu dem ersten und zwar zu Blau wieder, denn die Farbe mag ich sehr gerne. Ein paar Diamanten mitnehmen. Oh, und da könnte ich mir sogar Schärfe holen. Das mache ich mal ganz kurz. Und dann gehe ich rüber. Auf Schärfe kann ich nicht verzichten, Leute. Oh, hä? Was zur Hölle? Da ist jemand runtergeplumpst und wollte noch was wegschießen. Krank. Ja, geschärfte Schwerter. Uiuiui. Dann noch eine bessere Spitzhacke. Und Explosionsglas. Ja, weil wenn ich jetzt hier was vormache, dann bringen diese Feuerteile nichts mehr oder TNT. Oh nein, ich hätte auch TNT mitnehmen sollen. Das war richtig dumm. Egal. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt hier rüber darf, ohne angeschossen zu werden, denn das wäre wirklich blöd. Blau hat auch noch sein Bett. Schau mal eben, sehe ich den? Ah ja, da ist er. Okay. Hallo? Nein, 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 nein. Oh Gott, was mache ich hier? Nicht. Warum zitter ich so? Und, ja. Okay, okay. Schnell einsammeln. Hallo. Nicht mit mir. Ich habe ein besseres Schwert. Und da ist er down. Wow. Oh, und was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise auch in den Kommentaren stand. Oh, bessere Rüstung. Ich bekomme Items von denjenigen, die ich töte. Richtig cool. Oh, einmal die Rüstung verzaubern. Das ist ja sehr schön. Und dann Feuerbälle kaufen. Uiuiui. Komm zu dir, Rot. Du hast gar kein Bett mehr, ne? Ist bald schon vorbei mit dir. Was machst du hier? Bist du noch da? Ah ja, da ist er. Okay. Was hat der denn? Lol, der hat einfach 2 Golems geholt. Hey, na? Tschüss. Was ist das denn für einer? Als ob. Oh nein, lass mich. Bekomme ich was, wenn ich dich töte? Oder ihr könnt mich echt umbringen. Weiß es nicht. Kommst du, Bruder? Hallo? Ah ja, er kommt. Komm ruhig her, alles gut. Oh, er ist weg. Er ist gedespawnt. Wie der sich hier einfach Schutz geholt hat. Traumverteidiger. Ach, der Eisengolem. Magische Milch. Vermeide das Auslösen von Fallen. Oh mein Gott, was es für coole Sachen gibt. Oh. Oh. Oh Mann. Warum? Ich habe doch meine Nachbarn alle ausgeschaltet. Lass mich doch leben, Junge. Da ist er. Ich sehe ihn. So eine Made. Er ist runtergehüpft. Gelb war das. Okay. Das wirst du bereuen. Erstmal einen Bogen kaufen. Ja. Da ist gelb. Ah. Hier hat er sich rübergebaut. Ja, blöd, ne? Wie schmeckt das? Ich komme. Jetzt rennt er weg. Oh, oh. Oh, oh, nein. Was hat... Oh. Er denn? Und, ey, es tut mir leid, ne? Das wird sich auch nie ändern. Ich werde immer rumzittern bis zum bitteren Ende. Hallo, Freund. Hier, guck mal. Kennst du das? Das TNT. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich habe kein Leben mehr. Ja. Und er ist down. Okay. Dann warte ich jetzt hier, bis er kommt. Und schieß rein. Das bringt einfach gar nichts. Ja, ja, genau. Alles klar. Ich hab ihn. Ich muss aufhören, so rumzuzittern. Es ist... Oh, 8 Diamanten. Es ist so unnormal. Ach, aber irgendwie befreiend, dass ich jetzt kein Bett mehr habe. Muss ich mich um nichts kümmern. Wer lebt denn noch? Nur noch Weiß. Und Weiß hat auch noch ein Bett. Oh nein. Okay, ich hab mir noch ein bisschen was gekauft. Ich hab ein paar Feuerbälle. Wo ist er denn, der Junge? Oh, da hinten. Okay. Zack, berechnet und gewonnen. Guck mal.
Wie schmeckt dir das? Oh, er hat auch welche. Interessant. Oh, er ist da oben. Ich Blindfisch. Er ist runtergefallen, okay. Der hat einen Goldapfel drin. Nicht mit mir. Okay, egal. Ich geh rein. Nein, nein, nein. Der hat wirklich gutes Equipment. Aber ich habe ihn einfach nur weggemacht. Nice. So, dann da, hier. Viel Spaß damit. Ja, einmal in die Luft geballert und... Nein! Oh. Ey, aber ich war auch auf einem Nervositätslevel. Das kann man sich nicht vorstellen. Warum war das so schlimm? Trotzdem eine richtig coole Runde. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Das war gerade echt, also... Oh, da war der Puls aber sehr hoch. Ich würde eigentlich gerne mal das probieren, was ich öfter in den Kommentaren gelesen habe. Und zwar eine Art Rush-Technik, bei der ich auf 4 Gold warte, um mir TNT zu kaufen. Und dann renne ich sofort in den ersten Typen rein. Das machen wir. Na komm, und 4 Gold. Dann einmal ein besseres Schwert und TNT. Oh, dann kann ich mir direkt eine Rüstung holen und dann rein da. Gelb ist aus der Welt gefallen. Der erwartet mich doch jetzt. Oder auch nicht. Hä? Lol. Bist du... Du bist ja komplett betrunken. Ja, er hat sogar noch Schaden bekommen. Ja, ich hab ihn. Warte. Ich baue mich einmal hoch. Jetzt kann er mich nicht kriegen. Hallo? Wie? Ich dachte, der kommt noch mal wieder. Das war doch sonst auch so. Selbst nachdem ich die Betten zerstört hatte. Verstehe nicht. Aber ist auch egal, ne? Muss man ja nicht alles verstehen hier in dem Spiel. Dann kaufe ich mir ein besseres Schwert, damit ich krass bin. Dazu noch ein paar Blöcke, eine Spitzhacke und, weil ich das so gerne mag, einen Feuerball. Uiuiui, ja, das ist sehr schön. Wie ich auch mein Bett noch gar nicht eingebaut hatte. Da kenne ich echt gar nichts. Ja, dann wird's mal Zeit, oder? Gebrannter Ton kann ich mir doch leisten. Da habe ich zwar wirklich viel Eisen jetzt rein verschwendet, aber lieber so als gar nichts haben, ne? Wie gesagt, also es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis ich das hier so mache, dass ihr auch zufrieden seid. Aber darum geht's auch eigentlich gar nicht. Hauptsache, die Folgen sind cool, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es erfahrene Spieler sehr triggert, aber fernab davon, dass ich hier nie Bad Wars gespielt habe, ist Minecraft PvP... Ewigkeiten her für mich. Und es gibt doch auch die Möglichkeit, hier eine Falle zu kaufen. Abbaulähmung, ja, ich brauche Diamanten. Super. Und dann war es das jetzt aber auch. Dann gehe ich jetzt mal rüber. Wohin gehe ich denn? Ah, darüber wäre ganz gut, glaube ich. Da bekomme ich mal was. Was mich auch wundert, ich wurde bisher eigentlich noch gar nicht runtergeschossen. Oh, das pinke Team ist ausgelöscht. Da ist wer. Oh ja, 4 Diamanten. Ja, Schärfe. Geilo. Dann packe ich einen davon weg. Genauso wie ein paar Blöcke. Und mein Eisen. Damit ich ein bisschen was habe, wenn ich sterben sollte. Ja. Oh, was macht er denn da? Ich mache mal auf mich aufmerksam. Ich hab ihn. Ja, bau sein Bett ab. Richtig so. Der war einfach AFK. Jetzt killt er ihn. Och nein. Der arme Junge. Er hat ihn getötet. So, dann einmal hier was essen und dann da rein. Hallo, Minecraft, da bist du noch hier? Wo bist du denn? Willst du mich hier runterschubsen? Das wäre ein sehr guter Plan. Das hätte jetzt eigentlich geklappt. Ist er einfach wieder weg? Guck mal, was ich habe. Da brennt dein Bett. Nein, verdammt! Oh, ich hätte ihn... Was macht er denn? Dass ich gerade... Ah, er will's löschen. Smart. Ich hoffe, er hat keinen mehr. Geht's mal nicht davon aus. Hallo, da bin ich. Na, wie geht's dir so? Du hast aber auch sehr gute Sachen, ne? Okay. Oh, ich muss... ganz schnell nach oben. Nein! Oh nein, 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 nein. Ich bin tot. Als ob, verdammt. Ich wollte mich gerade ein bisschen verstecken. Oh, Mann. Aber gut, ich habe hier noch ein bisschen was hier. Verbessert das Spawn auf deiner Insel. Das habe ich halt auch noch nie geholt. Er schafft ein Regenerationsfeld um deine Basis herum. Das ist auch so wichtig. Verursacht Blindheit und Langsamkeit, sobald jemand auf meine Insel kommt. Auch super stark. Hallo? Das macht aber nicht so viel Damage. Als ob, als
als ob ich gestorben bin. Nein, ich hätte einfach reinschießen sollen. Unfassbar dumm, was ich mir hier gerade zurechtspiele. Dann stelle ich meinen Iron Golem dahin, der mich für 4 Minuten beschützt. Dazu hole ich mir noch ein Eisenschwert. Hä? Was zur Hölle? Er ist bei mir. Was war das denn? Nein! Kill ihn! Was hat der denn? Der war unsichtbar. Oh nein. Okay, alles egal. Ich gehe einfach nur zu seinem Bett. Oh Gott, er ist bei mir! Warum? Warum? Geh einfach nur. Warte. Ich hab ihn. Er ist... runtergefallen. Warum steht sein Bett noch? Ich dachte, das wird davon abgebaut. Wie er da weggefraselt wurde. Er hat einen Goldapfel gelutscht. Hallo? Was hast du denn? Nein! Ey, ich zitter zu viel rum. Ich bin einfach... Egal. Der hat den Sieg verdient. Das hat er echt gut gemacht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Okay. Dann bewertet gerne den Part. Schaut in die Beschreibung. Da ist einiges verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Daniel. Euer Manuel.